Heute Morgen sind wir gestartet mit in einer ersten Runde mit der Frage, welche Formen von Gedanken gibt es heute in der und über die Kirche und wie wäre es denn davon frei zu werden und zu sagen, ja, wir befinden uns in einem immer, zu jeder Zeit in einem Übergang des Sterbens und Neuwerdens dieser Kirche. In einem zweiten Punkt hatte ich versucht zu beschreiben, was eigentlich diese Grunderfahrung von Kirche meint. Grunderfahrung von Kirche ist eine Erfahrung, die man auch mystisch nennen könnte. Also die Erfahrung, die einen innerlich zutiefst berührt und in einer neuen Wirklichkeit stehen lässt. Dass Gott unter uns ist, dass er Menschen verbindet, dass der Himmel mitten unter den Menschen ist und da ist, auch wenn er immer noch mehr da sein will. Und dann hatten wir von dort aus in einem dritten Schritt einige biblische Stellen angeschaut, weil die Grundperspektive war die, wir haben erfahren, wir alle wahrscheinlich auch in unserem Leben, was so eine ganz tiefe Erfahrung der Gegenwart Gottes ist. Das ist die Erfahrung, die auch Jesus gemacht hat und die die ersten Jüngerinnen und Jünger gemacht haben. Und die Bilder und Gedanken und die Art und Weise zu existieren sind im Neuen Testament wunderbar beschrieben und zu lernen für uns alle. Das hängt viel damit zusammen, mit welchem Blick und mit welcher Grundhaltung ich auf das schaue, was Kirche heute ist. Und ob ich entdecken kann, dass inmitten von vielem, was auch schräg, herausfordernd am Ende ist, was dort wächst, was dort in Gang kommt. Denn, und davon dürfen wir zutiefst überzeugt sein, dieser Geist Gottes, diese seine Gegenwart unter uns, ihr habt ja gerade auch für mich da gebetet für, ist ja durch die Jahrhunderte nicht weniger geworden, sondern immer die ganze Fülle. Wie wirkt dieser Geist heute? Wir sind also neben der Tatsache, dass wir uns ganz in diese Wirklichkeit hineinstellen, auch Entdecker, Finder dieser Wege, die Gott mit den Menschen geht, Entdecker dessen, wo Gott heute wirkt. Wenn ich das so sage, spreche ich auch von meiner eigenen Erfahrung. Je tiefer du innerlich geprägt bist von so einer Erfahrung, desto mehr kannst du entdecken, wo er denn sonst noch so ist. Es gibt ein wunderbares Wort meines Kirchenvaters, Dietrich Bonhoeffer, ich habe ihn schon zitiert. Je mehr wir Jesus Christus als unseren Herrn entdecken und erkennen, desto weiter enthüllt sich uns sein Herrschaftsbereich. Das finde ich einen starken Satz. Je mehr ich in mir selber Christus als Herrn erfahre und entdecke, desto mehr entdecke ich ihn überall. So heißt es ja im Grunde genau. Und die Grenzen nach außen kann man kaum ziehen, weil sie hängen nicht an Konfession, auch nicht an einem Glaubensbekenntnis. Sie hängen an der Wirklichkeit, die er uns geschenkt hat. Und die hat er allen Menschen, Tod und Auferstehung, geschenkt. Singen wir ständig. Sind wir ständig am Singen. Wenn das so ist, geht es also auch um Entdeckungsreisen. Und ich möchte mit euch heute Nachmittag zwei Dinge tun, anhand von Entdeckungen, die ich gemacht habe, euch ein wenig erklären, warum es mich so angesprochen hat und was für mich daraus spricht für die Zukunft der Kirche, weil die schon da ist. Und zweitens mit euch einige Kernelemente einer Theologie der Kirche reflektieren, so Basics, würde ich mal sagen. Basics von Ekklesiologie nennt man das im Fach Chinesisch der Theologen. Also was man über die Kirche so sagen kann, theologisch, mit euch ein bisschen angucken. Aufgrund der Erfahrungen, aufgrund vielleicht auch eurer Erfahrung. Das erste ist tatsächlich nochmal eine Erinnerung an die Grundsituation. Wenn Christus uns erlöst hat, ist das nicht ein einmaliges Ereignis, was irgendwann mal passiert ist, das war es auch am Kreuz,
Aber es ereignet sich immer wieder. Und wir sind in diesen Raum aufgenommen, in dem Raum der Dreifaltigkeit. Das führt dazu, dass wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich glaube, dass das so ist, also, dass ich Sohn, Tochter Gottes bin, wie wir sagen, dass der Heilige Geist in uns ausgeschüttet ist, dass der Vater uns umgibt wie ein liebender Vater, Jesus hat das versucht so zum Ausdruck zu bringen, dann führt das zu einer bestimmten Art von Existenz, von der man sagen könnte, wir leben in der Dreifaltigkeit oder wir leben Dreifaltigkeit. Das ist ja klar, wenn dieser Gott uns umgibt und wenn er uns durchdringt und wenn wir in ihm sind und er in uns, wie sollte es dann anders sein, als dass unsere eigentliche Form von Existenz eine dreifaltige Existenz ist? Also eine Beziehungsexistenz, also eine Gemeinschaftsexistenz, also immer eine kirchliche Existenz, wenn man so will. Immer als Versammelte in der Gemeinschaft des Vaters. Johannes Paul II. Hat das zu Beginn des Jahrtausends in einer Enzyklika oder in einem apostolischen Schreiben, ich weiß nicht mehr genau, was für eins von der Sorte es war, Novo Millennio Ineunte heißt das, Novo Millennio Ineunte, in Nummer 43 so zum Ausdruck gebracht. Er sprach davon, dass die Kirche ein Haus der Gemeinschaft ist und dass es deswegen eine bestimmte Art und Weise zu leben braucht. Und dies nannte er Spiritualität der Gemeinschaft und sagte, Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet vor allem, den Blick des Herzens auf das Geheimnis der Dreifaltigkeit zu lenken, das in uns wohnt und dessen Licht auch auf dem Angesicht der Brüder und Schwestern neben uns wahrgenommen werden muss. Also wie muss ich schauen auf mich und auf dich und auf uns? Das Geheimnis der Dreifaltigkeit wohnt in mir, wohnt in dir. Spiritualität der Gemeinschaft bedeutet zudem die Fähigkeit, den Bruder und die Schwester im Glauben in der tiefen Einheit des mystischen Leibes zu erkennen. Das heißt, es geht um einen, der zu mir gehört. Wir haben diesen Text vorhin ein kurzes Mal reflektiert, ihr seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Ich kann also nicht sagen, du gehörst nicht zu mir. Das kann ich zu keinem sagen. Wir sind verbunden. Und wenn wir das nicht leben, merken wir auch, ich würde mal sagen, dort wo Hass regiert, wo Wut ist und Zorn, nächstes im Neuen Testament, wenn ihr mögt, dort leben wir gegen die Wirklichkeit, die wir eigentlich sind. Also gegen die Wirklichkeit, die man selber ist, wäre zum Beispiel zu sagen, ich atme nicht mehr. Das wäre physisch, ne? Kann man versuchen, geht auf Dauer nicht gut. Braucht es jetzt nicht ausprobieren. Ja. Gegen diese Wirklichkeit der Dreifaltigkeit zu leben, kann man machen, zerstört die Menschlichkeit. Zerstört uns. Lässt uns nicht die sein, die wir sind, nämlich Menschen, die in Beziehung leben. Sich von dem anderen zu distanzieren, so einfach mal so, führt nicht nur dazu, dass ich mich vom anderen distanziere, sondern führt auch dazu, dass ich mich von mir selber distanziere. Wir sind ein Leib, so sagt es hier der Papst. Es geht um einen, der zu mir gehört, damit ich seine Freuden und seine Leiden teile, seine Wünsche erahnen und mich seiner Bedürfnisse annehmen und ihm schließlich echte, tiefe Freundschaft anbieten kann. Was wir im Christentum Diakonie, Liebe zum Nächsten nennen, ist nicht etwa eine ethische Anforderung. Das müsste man machen. Wäre gut, dass wir es tun. Das stimmt auch. Aber es ist nicht tief genug. Weil wir zusammengehören, ist das der natürliche Vollzug, mit dem anderen solidarisch zu sein. Tiefe Freundschaft anbieten. Das
ist diese Art, wie wir zu leben haben können. Spiritualität der Gemeinschaft ist auch die Fähigkeit, vor allem das Positive im anderen zu sehen, um es als Gottesgeschenk anzunehmen und zu schätzen. Nicht nur ein Geschenk für den anderen, der es direkt empfangen hat, sondern auch ein Geschenk für mich. Wenn ihr jeden anderen als potenzielles Geschenk ansehen könntet, der euch was schenken kann, wird der Blick auf den anderen ein anderer sein, als wenn ich ihn als potenzielle Bedrohung sehe. Logisch. Wenn ich mir keine Ruhe gebe, bis ich das erkannt habe, wird mein Blick auf den anderen so sein, dass ich sage, wann erkenne ich denn das, was in ihm das ist, was mir geschenkt und ihm geschenkt ist? Das, finde ich, ist die Art und Weise, die man Himmel nennt, Paradies, ja? Aber das ist genau die Art und Weise, die eigentlich schon angelegt ist in unserer Wirklichkeit, nicht erst als Ziel, sondern als Ausgangspunkt, damit wir leben können. Spiritualität Gemeinschaft. Der Gemeinschaft heißt schließlich, dem Bruder Platz machen zu können, in dem einer die Last des anderen trägt. Ich finde das ein sehr prophetisches Wort vom Papst Johannes Paul II. Eine sehr tiefe eine sehr tiefe Beschreibung unserer Existenzform, die Jesus ausdrücken würde, wenn er sagen würde, ich möchte, dass sie das Leben in Fülle haben. Das Leben haben und es in Fülle haben. Damit meint er ja nicht das physische Leben, damit meint er das Leben schlechthin, göttliche Wirklichkeit. So, kann man das erleben? Ihr werdet mit Sicherheit sagen, ja. Vielleicht habt ihr es ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr es nicht erlebt hättet. Aber ob ihr es so gedeutet habt, das weiß ich nicht. Das ist dann immer eine zweite Frage. Wenn wir sowas erleben, sind wir in der Regel begeistert, froh, im Licht. Weil genau das unser Leben ist. Da fühlen wir uns wie Fische im Wasser. Wir sind Menschen in der Dreifaltigkeit. Das war auch meine Erfahrung, die hatte ich damals überhaupt nicht so gedeutet, überhaupt nicht, weil ich darüber nicht nachgedacht habe, aber ich habe es erlebt. Und wenn ich das erlebt habe, habe ich es nicht mehr losgelassen. Und überall, wo ich rumgelaufen bin, habe ich mich gefragt, wo kann ich das wieder erleben? Denn vielleicht geht es euch auch so, wenn man einmal so eine Erfahrung gemacht hat, dann weiß man ja, das ist meine Erfahrung und da möchte ich einfach immer wieder hin. Als ich mich mit kirchlicher Erneuerung beschäftigt habe, bin ich auf Reisen auch auf eine afrikanische Erfahrung getroffen, eine kirchliche afrikanische Erfahrung, die in der Regel unter dem Stichwort Small Christian Communities läuft. Small Christian Communities, kleine christliche Gemeinschaften, waren Gemeinschaften von Menschen an einem Ort. Ihr müsst wissen, in den größeren Teilen der Weltkirche gibt es deutlich weniger Priester als in Europa. Und das sage ich, obwohl wir immer denken, wir hätten so wenig. Das stimmt aber nicht. Und dort haben sie sich gesagt, aber es muss doch möglich sein, Kirche zu leben, weil das ja die Wirklichkeit ist, aus der wir leben. Und dann haben sie gesagt, Kirche lebt aus Beziehung. Also kann es doch nicht so sein, dass wir sagen, wir konstruieren Strukturen und in denen sollen sich Menschen wohlfühlen. Nein, wir bauen Beziehungen auf, so miteinander vor Ort, an dem Ort, dass wir als Christinnen und Christen miteinander leben können. Was ich erlebt habe, in Südafrika vor allem war ich, aber ich habe das auch in Asien erlebt, an anderen Orten, waren Leute, die das gewusst haben. Wie haben die gelebt? Die haben in ihren Dörfern, in ihren Ortschaften, in den Stadtteilen, wo auch immer gelebt, waren eine Gruppe von Menschen, ihr würdet sagen, das waren so diese Adorai-Gruppen, ja, habe ich gehört, die treffen sich dann immer abends zum Chillen, also vorher beten und dann so, ja, und was haben die miteinander getan? Sie haben miteinander aus dem Evangelium geschöpft. Sie haben gelernt, das Evangelium zu hören. Nun heißt Evangelium nicht eine Menge Worte aus der Schrift, heißt vielleicht eine Sonntagstextstelle. Aber was ich gemerkt habe, ist, so wie die dieses Wort hören, hören sie es immer
in dem Hinhören auf den Geist, der in ihnen ist. Und teilen sich das mit. Und wenn ihr das macht, und das macht ihr vielleicht ja auch häufiger, dann passiert was ganz Eigenes. Es wird gewissermaßen diese Wirklichkeit der Fülle offenbar. Viermal wird deutlich, dass keiner wenig weiß und alle gleichwürdig an dieser Stelle sind. Es hat mich zutiefst berührt zu erleben, wie Menschen miteinander die Schrift teilen und überhaupt nicht die Frage stellen, ist das richtig oder ist das falsch? Diese Frage stellen wir uns ja immer, wenn wir sie lesen. Verstehe ich das nicht? Sondern, was habe ich verstanden? Was berührt mein Herz? Was bewegt mich? Ich sage euch, ich habe keine kirchliche Erneuerung erfahren in meinem Leben, die nicht mit solchen Formen sehr unterschiedlicher Art des Umgangs mit dem Wort Gottes zu tun hätte. Habe ich nicht erfahren. Ist mir nicht begegnet. Sie waren auch sehr selbstbewusst, alle diese Brüder und Schwestern. Denn ich meine mal, so ab und zu kam auch mal ein Pfarrer vorbei und sie haben Eucharistie gefeiert und das waren Riesenfeste, das muss man einfach sagen. Da sind viele Hühnchen bei draufgegangen zum Essen und so. Also es war nicht nur die Feier selbst, sondern es war eben ein Tag, den man miteinander gestaltet hat. Ein Tag der Freude. Wichtig war, dass diese Verantwortlichen immer gefragt haben, was braucht ihr, damit ihr das, was ihr seid, nämlich Kirche am Ort, gut sein könnt. Das machen wir jetzt nicht für euch, sondern wir ermöglichen euch, dass ihr es könnt. Denn ihr seid in der Lage, das, was wir in der Theologie die Taufwürde nennen, das, was uns geschenkt ist oder was ich hier benenne, dieses Wohnen in der Dreifaltigkeit, das ist uns doch geschenkt. Da fehlt uns nichts. Das zu befördern und zu entwickeln, das habe ich an der Stelle erlebt. Und wenn ich bin in Afrika gewesen, habe gesagt, das kann man natürlich nicht in die Schweiz oder nach Deutschland einfach so importieren. Aber Fakt ist, dass das für uns, glaube ich, auch für die Zukunft ein wichtiger Punkt ist. Zu entdecken, wir, die wir geliebt sind, wir, die wir hineingenommen sind in den Lebensraum der Dreifaltigkeit. Wir können das leben. Und dann sind wir Kirche an dem Ort, an dem wir sind. Das habe ich interessanterweise auch an anderen Orten beobachten dürfen, erfahren dürfen. Diesmal an einer ganz anderen Stelle. Und zwar in London, bei der anglikanischen Kirche. In der anglikanischen Kirche ist in den 80er, 90er Jahren deutlich geworden, die klassische Form dieser kirchlichen Wirklichkeit, die sehr ähnlich ist der katholischen Kirche, so eine bischöflich verfasste Kirche, mit Pfarreien und so, also ganz, fühlt sich ganz nah an, ja? Wird nicht mehr funktioniert nicht mehr, löst sich an vielen Stellen auf, nicht an allen, aber an vielen. Dann haben die sehr stark angefangen zu fragen, wie können wir heute auch mit jungen Menschen auf dem Weg sein. Ihr kennt die Alpha-Kurse, vermute ich jedenfalls, die sind da entstanden in dieser Zeit. Und dann sind neue Gemeinschaftsformen entstanden. Nicht mehr in Kirchengemeinden, sondern an den unmöglichsten Orten. Also ich war bei einer Kirche, die um eine Skaterbahn herum entstanden ist. Der Pfarrer, der Mann, der das mit anderen Jugendlichen auf den Weg gebracht hat und der dann später zu einem anglikanischen Priester ordiniert worden ist, hatte so eine super Stola, da unten war Jesus auf so einem Skateboard mit drauf. Das ist also sehr kontextuell. Der hatte eine kleine Gemeinschaft von Leuten, die miteinander fast monastisch lebten und diese Skaterbahn, die größte Jugendaktion in der Gegend, dort begleiteten. Also an anderen Orten. Oder dieses Bild ist ein Bild von einem Musical, Musical-Theater, von dem es ja in London einige gibt, We Will Rock You und so. Aber am Sonntagvormittag war We Will Rock You eine Kirche. Da waren über 1000 Leute. Alle so Leute in eurem Alter. Also die Musik war auch für euer Alter, sie war nicht genau für mein Alter. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich immer in die Elbphilharmonie gehe, aber das war schon nochmal anders, als ich das sonst so höre. War auch etwas anders als Lobpreis, muss man deutlich sagen. Aber für die Leute war es Kirche. Eine Erfahrung von Glauben. Dort wurde Glauben ausgetauscht. Dort haben Menschen miteinander Gott gepriesen. Dort haben sie Predigten gehört. Dort haben sie Gemeinschaft erfahren. Dort haben sie ihre Erfahrung gemacht. Ich habe das sehr bewundert und bestaunt, weil das nochmal deutlich macht,
Wenn ich an diese Zukunft von Kirche denke, die sich schon ereignet, denke ich nicht an eine, sage ich mal, monokulturelle Zukunft, sondern an eine große Vielfalt. Aber die Ideen, die da drin stecken, sind immer sehr ähnlich. Sie haben sich immer gefragt, wie sind wir Gemeinschaft der Glaubenden? Wie sind wir Gemeinschaft der Glaubenden? Sie waren immer ein wenig orientiert auf eine bestimmte Gruppe, entweder auf eine Altersgruppe oder auf eine soziale Gruppe oder auf Skater, ist ja auch eine interessante Truppe, ja, und haben sehr kreativ, so wie ich das hier auch erlebe, und ihr seid ja auch eine solche Gruppe oder eine solche Gemeinschaft, sehr kreativ die Tradition ihrer Kirche gestaltet. Kirche ist also da entstanden und war auch hier, und das habe ich wie in Afrika auch dort erlebt, auch in England, sehr spirituell geprägt von einer Frage nach der Suche nach dieser Christusgemeinschaft. Zukunft der Kirche in Zeiten der Transformation, in Zeiten des Sterbens und Auferstehens hat für mich immer mit der Frage zu tun, wo ist der Ursprung? Natürlich habe ich immer nur die geglückten Erfahrungen gesehen, denn die nicht geglückten Experimente habe ich nicht gesehen, die gibt es ja auch nicht mehr. Also, aber die ich gesehen habe, haben mir gezeigt, sie sind auch mutig, neue Wege zu gehen und sie sind auch mutig zu scheitern. Macht nichts. Kann ja in anderer Weise geschehen und weiter sich entwickeln. Ich bin oft in Tessé, auch da bin ich seit langer Zeit, nicht so lange, dass ich als Jugendlicher da gewesen wäre, aber was mich dort, das ist, hat ein ähnliches Muster. Es ist immer nie schon fertig. Es lebt immer, so wie hier auch, aus dem Engagement von vielen Leuten, nicht nur ein paar Brüder, die für andere was machen. Hier ist es ja auch nicht die Ordensgemeinschaft, die alles macht. Ihr seid dabei, aber im Grunde sind wir alle diese Gemeinschaft der Kirche. Ein unglaubliches Vertrauen darauf, dass diese Wirklichkeit existiert, macht das möglich. Sobald da Misstrauen wäre, so nach dem Motto, na, die wollen doch gar nicht oder die sind ja alle irgendwie wilde, junge Leute oder so, würde es scheitern. Sobald aber das Vertrauen da ist, dass da diese tiefe Grundwirklichkeit ist, die einen trägt, die uns alle verbindet, kann Großes passieren, kann Großes geschehen. Und jede und jeder kann sich mit seiner Gabe da einbringen. Meine letzte Erfahrung, die ich erzählen möchte, ist ein Wort, das ich auch nicht richtig ganz genau übersetzen kann. Christ heißt das. Also mir geht es bei den in den Niederlanden so ein bisschen wie ihr mir in der Schweiz. Ein bisschen kann ich verstehen, das meiste nicht, wenn ihr sprecht. Aber in Holland, Niederlande ist es genauso. Die Kirche in den Niederlanden ist an einem spannenden Punkt. Sie fragt sich nicht mehr nach Krisen, sondern sie freut sich darüber, was da ist und was lebt. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Amsterdam war. Ich war zum ersten Mal jetzt in Amsterdam, ist ja eine große Stadt, 800.000 Einwohner, more or less, also wirklich eine große Stadt. In dieser Stadt, die ursprünglich mal durch und durch reformiert war, also eine reformierte Konfession hatte, leben heute 3.000 Reformierte auf 800.000 Einwohner. Das ist nicht wirklich viel, würde ich mal behaupten. Ja? Das ist eher im Promillebereich. Ja? Ich habe die da getroffen, junge Leute, die gesagt haben, wir wollen Gastfreundschaft üben für Menschen, die wir treffen. Und wir wollen unseren Glauben hier bezeugen. Wie haben sie das gemacht? Sie brauen Bier, muss sehr lecker sein, ich habe es nicht probiert. Sie backen Brot und sie laden Menschen ein. Sie laden sie auch ein, mit ihnen zu beten, gemeinsam zu beten. Das gelingt dann nicht bei allen, aber es hat mich sehr beeindruckt, dass hier auch sowas entstanden ist unter den reformierten Geschwistern wie eine kleine monastische Gemeinschaft. Denn sie haben gesagt, wenn wir das tragen wollen, dann brauchen wir eine Gruppe von Menschen, die es trägt. Und ich war erstaunt, wie geistig tief diese Menschen uns eingeladen haben. Das waren alles, die Eingeladenen waren alles katholische Priester aus meinem Bistum. Also
Priester sind nicht immer die einfachste Gruppe unter den Christen, würde ich mal behaupten. Das darf ich sagen, weil ich selber einer bin. Also insofern, aber wir haben eine Gastfreundschaft und eine Tiefe erlebt, die alle berührt hat. Überall würde ich behaupten, und das seid ihr auch ein Zeugnis für, entsteht Kirche gewissermaßen zwischen den Räumen, die normalerweise von Kirche besetzt waren. Während alle darauf schauen und sagen, naja, also so doll sind ja Kirchengemeinden nicht, oder so, auch wenn ich glaube, dass das nicht, so nicht stimmt, aber es gibt viele tolle Persönlichkeiten in Kirchengemeinden, ist es auch wahr, dass andere Generationen Glauben und Kirche anders erfahren und anders leben. Und das muss so sein. Das muss so sein. Und das ist nicht falsch. Man muss die nicht einfach wieder reintegrieren, heim ins Körbchen kommen, endlich wieder da sein, wo ihr hingehört. Nein, da wo wir sind, darf Kirche sein und auch werden und auch vergehen. Vielleicht kennt ihr auch San Egidio. Auch das ist ja eine Erfahrung von Gemeinschaft, die ich in eine Gemeinschaft in Rom, die genau dieses lebt, Freundschaft mit den Armen. Freundschaft mit den Armen, weil, erinnert euch an dieses dreifaltige Leben, dem anderen ein Freund werden, ist eine der wichtigsten Fragen. Nicht jemandem helfen, ist was anderes als einander ein Freund werden. Und ein Freund deswegen werden, weil wir schon zusammengehören. Ich habe das dort als ähnlich spannend erlebt, wie das andere, was ich euch erzählt habe. Hat mich immer beeindruckt und berührt. Kann man ein bisschen schlecht sehen, weil es so ein bisschen zu hell ist in der Kirche, aber was will man machen, ne? Wenn es Tag ist. Für mich ist da der entscheidende Punkt an dieser Stelle. Ich komme aus einer Gegend in Deutschland, wo ein kleines, also ihr würdet darüber lächeln, aber wir würden sagen, es ist ein kleines Gebirge. 1000 Meter hohe Berge ist für meine Region schon richtig gut. Ja, ja, ich weiß, ihr seid in der Schweiz. In diesem Gebirge oder in diesen Bergen haben nach dem Krieg wurden alle Bäume abgeholzt und dann wieder neu gepflanzt, aber gepflanzt wurde nur eine Sorte, nämlich Nadelbäume. Und wenn du heute durch diese Berge fährst, siehst du, die sind alle tot. Die sind alle gestorben in den letzten Jahren. Das sieht ganz apokalyptisch aus. Echt, das ist ganz herausfordernd, das anzugucken. Weil du denkst, du fährst hier über eine Mondlandschaft. Die Bäume sind alle tot. Fast alle. Das ist Kirche als Monokultur. Nur eine Sorte von Kirche hatten wir bislang auch an vielen Stellen. Vielleicht ein paar Orden dabei, vielleicht ein paar Gemeinschaften, aber eigentlich ist es alles Kirchengemeinde gewesen. Ich glaube, danke, herzlichen Dank, jetzt wird es heller. Ich glaube, Kirche könnte man heute gut beschreiben als Mischwald, als eine vielfältige Wirklichkeit von sehr unterschiedlichen Formen. Das Wort ist geklaut aus der englischen Erfahrung nehmen. Als die gesehen haben, dass da überall neue Formen entstanden, haben sich die Bischöfe gefragt, was passiert hier? Die Leute kommen nicht mehr in die Kirchengemeinden, aber jetzt gründen sie neue Formen. Ist das denn erlaubt? Geht das denn? Nun sind Engländer tendenziell pragmatischer als Kontinentale, also die haben sich nämlich gefragt, wenn da was wächst, dann finden wir das gut. Und haben dann gesagt, dann wird das also eine Kirche sein, eine Kirchenerfahrung, die wir Mixed Economy of Church nennen. Also eine vielfältige Erfahrung. Ich finde das super, weil wir dann nicht mehr darauf schauen, passt diese Pflanze in den Garten, sage ich mal so, sondern, oh, eine neue Pflanze, sehr interessant. Was wächst hier neu? Was geschieht? Was zeigt sich? Ich würde sagen, wenn ihr heute in einer Stadt wie Zürich oder Basel oder wo auch immer hier in der Schweiz guckt, würdet ihr genau diesen Mischwald auch entdecken. So viele Formen von Kirche, die aber nicht auf offiziellen zählbaren Ziffern beruhen, sondern die so wie ihr, Gemeinschaften von Menschen sind, die sich um Klöster, um Gemeinschaften oder um Zugverbindungen oder um Gebetsformen treffen. Wo man sich trifft,
Und wo man genau das, was ich eben beschrieben habe, von den drei Erfahrungen oder vier, die ich benannt habe, wo ihr das auch lebt. Und es ist doch spannend zu sagen, was der Geist Gottes da in letzter Zeit, also in den letzten 20, 30 Jahren, aufgebastelt hat. In welche Richtung er sich in den Menschen auswirkt und welche unterschiedlichste Formen er hervorbringt. Man könnte sagen, das wird ein bisschen unübersichtlich. Ja, das wird sehr unübersichtlich. Und dann kann man sagen, aber ich weiß gar nicht, ob, wenn es dieses Jahr so ist, ob es nächstes Jahr auch noch so ist. Ja, das ist auch so. Es hat nicht mehr so dieses Kennzeichen, seit 100 Jahren existiert das schon. Immerhin, wir sind hier, wenn ich richtig sehe, auch in einer Kapuzinerkirche. Die hat es hier mal gegeben. Aber ihr seid keine Kapuziner und ihr anderen auch nicht. Das heißt auch, wir bezeugen, da gibt es Entwicklung, da gibt es andere Wirklichkeiten, die entstehen. Und ja, das ist gut so. Vielfalt ist nicht immer leicht auszuhalten. Aber wichtig, sodass wir eher Kirche verstehen könnten als ein Netzwerk von Orten, an denen sich diese Erfahrung der Fülle des Lebens ereignet, wo Gottes Geist und Gottes Gegenwart erfahrbar wird. Selbst dann, wenn da gar nicht Kirche draufstehen würde. Orte, an denen wir spüren, wie Gott Menschen verbindet und sammelt. Orte, an denen Menschen erspüren, wie nah Gott ist. Ich war junger Pfarrer. Ich war 2 Tage lang junger Pfarrer, als die Leiterin des katholischen Kindergartens, katholisch getragenen Kindergartens, zu mir kam und sagte, Herr Hennecke, an Ihrer Antwort, die Sie mir jetzt geben, wird davon abhängen, ob ich hier bleibe oder nicht. Ich dachte, oh Gott, was habe ich denn in diesen 2 Tagen schon alles falsch gemacht? Kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe ja noch gar nichts gesagt. Ja? Dann sagte sie, wissen Sie, ich würde behaupten, dass unser Kindergarten, katholischer Kindergarten, in dem Katholiken, evangelische, nicht getaufte Muslime, Hindus und sonstige Überzeugungstäter sind, dass der eine intensivere Form von Kirche ist als die Kirchengemeinde. Was meinen Sie dazu? Sag ich, erklären Sie mal. Dann sagte sie, wir leben hier 5 Tage lang, 10 Stunden zusammen. Wir leben Gemeinschaft. Wir teilen unsere Erfahrungen im Kirchenjahr. Das machen wir auch mit den Evangelischen und den Muslimen. Und dann sagen die in der Kirchengemeinde, ihr kommt nicht sonntags zum Gottesdienst. Ja, da kommen wir auch nicht, weil wir haben da keinen Bezug zu. Aber wir leben das hier. Unterstützen Sie mich da dran bitte. Wenn nicht, gehe ich. Da war ja die Antwort relativ klar. Ich habe sie unterstützt, natürlich. Aber dass solche Erfahrungen auch Kirche sind, ist mir da wichtig geworden. Ja, das heißt aber auch, dass für viele Jugendliche in meinem Land eine katholische Schule der einzige Ort ist, wo sie überhaupt Kontakt zum Glauben finden, wenn sie nicht in Kirchengemeinden sind. Kann man dann aus solchen Schulerfahrungen auch kirchliche Erfahrungen machen? Ich würde sagen, ja. Warum nicht? Das hat aber tiefe Konsequenzen. Was würde das zum Beispiel heißen dann für die Frage, wo die getauft werden? Wo die gefirmt werden? Ja, da, in ihrer Gemeinschaft, wo sie zu Hause sind. Muss ich die da in irgendeine Struktur schleppen? Da gibt es schöne kleine, kann man schöne kleine Kriege drumherum führen, aber haben wir natürlich nicht gemacht. Wir versuchen es einfach auf diese Weise mal auszuprobieren. Wenn ich solche Erfahrungen sehe, und wie gesagt, es braucht diese Grunderfahrung. Kirche ist in ihrer Basis diese Erfahrung des dreifaltigen Lebens unter Menschen. Wenn das Kriterium ist, dann gibt es das mal mehr, mal weniger an vielen Orten. Und dann kann ich das auch, dann kriege ich plötzlich Augen, die das sehen können. Augen, die sehen, wo das Reich Gottes heute schon Wirklichkeit ist und wo Menschen auch darauf reagieren. Denn das Reich Gottes, das ist nah. Das wissen wir, haben wir heute Morgen auch nochmal vertieft. Aber dass es Wirklichkeit wird, sozusagen, dass Menschen es annehmen, es glauben und daraus leben, das ist nicht an allen Orten so. Aber da, wo es ist, da wächst Kirche heute heran. So, wenn das so ist, muss man ja auch als Theologe sich dieser Sache stellen, weil solange alles einfach und schön geordnet ist, kann man auch schön und einfach geordnet darüber nachdenken.
Sobald es aber so ein bisschen fluider wird, und das ist ja hier sehr fluid, das ist ja nicht etwas, was ich habe, sondern es ereignet sich immer wieder. An solchen Stellen darf ich dann auch fragen, ja, und was bedeutet das dann für unser Bild, unser theologisches Bild von Kirche? Darüber möchte ich noch die letzten Minuten mit euch nachdenken. Ich habe übrigens noch 24. Ha. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass Kirche nicht zuerst Institution ist. Kirche ist eben zuerst das, wovon wir hier eben geredet haben. Wenn das so ist, ist Institution nicht überflüssig. Das will ich damit nicht sagen. Aber ich würde gerne zuerst auf den Geist schauen und auf seine Gaben. Hier seht ihr so ein Pfingstbild und es ist klar, alle sind vom Geist erfüllt worden, auch ihr. Dieser Geist lebt, er erfüllt das All. Susanne, es gibt so ein Lied im Gotteslob, der Geist des Herrn erfüllt das All. Ja, ist ja ein toller Satz, ne? Heißt aber auch, dass er überall da ist und nicht da ist. Es gibt Situationen, wo auch das Böse regiert, das ist keine Frage. Ich glaube, es ist unschwer zu erkennen, wenn man Nachrichten guckt, ja, wo das wohl so ist. Aber das Umgekehrte könnten wir auch machen. Wo ist der denn, dieser Geist? Und ich glaube, dass der Geist das entscheidende Element in diesem kirchlichen Existieren ist. Und dass neue Wirklichkeiten, so habe ich es erlebt, überall da aufbrechen, wo Menschen sind, die aus einer Begeisterung heraus agieren. Wo dieser Geist wirkt. Theologisch hat Hans-Urs von Balthasar, der immerhin auch Schweizer war, es gibt ja auch viele sehr berühmte Schweizer Theologen, auch viele bei den Evangelischen, aber eben auch Hans-Urs von Balthasar bei den Katholiken, sprach von verschiedenen Profilen der Kirche. Und er sprach von dem marianischen Profil der Kirche und vom petrinischen Profil der Kirche. Petrus steht für diese institutionelle Dimension. Maria steht für das Voll der Gnade, für die charismatische Dimension. Papst Johannes Paul II. Sagte in diesem Zusammenhang, dass die beiden zusammengehören. Das sagte Hans-Urs von Balthasar auch. Charismatisches Profil und institutionelles Profil gehören zusammen, aber, sagte der Papst, das Marianische geht voran. Das, was zuerst da ist, ist nicht die Institution, sondern dieser Geist. Der Geist, der uns verbindet und schafft. Also, man hat mal ein bisschen Angst vorm Geist, ne? Weil wenn ich zu viel vom Geist rede, sagen mir alle Katholiken, ja, aber dann muss das ja auch noch irgendwie zusammenkommen. Ich habe nicht so viele Angst davor. Die großen Heresien in der Kirche sind nicht durch die Charismaten entstanden, sondern eher durch Bischöfe. Ja? Aber das ist ein anderes Thema. Also die kann man ja bei den Konzilien sehen. Also die Frage ist, schauen wir uns die Kirche an und schauen wir, wo dieser Geist wirkt. Und die Institution, die hat nur eine Aufgabe, nämlich immer wieder zu befeuern, dass es diesen Geist gibt. Aus dem Ursprung heraus zu befeuern, wenn wir euch als tief halten, wenn das Wort verkündet wird. Wenn bewahrt wird, dass wir eine Kirche sind, geht es darum zu befeuern, dass diese Geistesgaben sich entfalten können. Das halte ich für wichtig, gerade weil wir uns in unserem, also in der Schweiz und in Deutschland und in Österreich, sind die Kirchen in einer Weise hoch organisiert und institutionalisiert, wie es es im Rest der Welt kaum gibt. Von Frankreich ist es ganz anders. Ja? Überall da, wo Geld steckt, ist das so. Hier steckt ja auch ein bisschen Geld in der Schweiz an der Kirche. In Deutschland auch immens viel. Ja? Dann überwiegt auf einmal dieser institutionelle Aspekt und dieser organisationale. Fein, ist alles gut, aber die Organisation und die Institution dient dem Werden dieser unterschiedlichen Formen. Sie herrscht nicht, das ist jedenfalls nicht das Ziel, manchmal passiert das, sondern sie dient, das habe ich vorhin mit dieser Blumentopfkirche gemeint, sie dient dazu, dass ihr in voller Freiheit den Geist laufen lasst. Ihr seht, wohin das führen kann, wenn man sich dann in Zug trifft.
Das ist eine wichtige Unterscheidung, die in der Theologie getroffen wird. Und ich sage, wir sind eher überbezogen auf die Institution. Denn die Rolle der Institution an dieser Stelle ist nicht, wie man sich bei lebendigen Lebewesen bei so kleinen Viechern, so Insekten, gibt es diese Chitinpanzer, ne? der sozusagen das Ganze umhüllt und hält. Da drin ist das Leben. Das ist eben nicht die Rolle, sondern es ist eher die eines Skeletts. Und bei Skeletten, das sage ich so, wenn ich euch so ansehe, ich sehe ja nicht euer Skelett. Ich sehe ja hier eher, was für wunderbare junge Menschen hier überall rum sitzen, sage ich mal so. Ich sehe das, was euer Leben ist. Allerdings, ohne Skelett wären wir ja nur ein Haufen Fleisch. Ja, und das sähe nicht so hübsch aus, wie das, was ich jetzt hier sehe. Ja. Das heißt, es braucht dieses Skelett, aber das ist eben nicht das Exoskelett, sondern das ist das, was wir eigentlich nicht sehen. Es soll dazu dienen, dass der Ursprung immer wieder gegenwärtig ist, dass wir verbunden bleiben, denn diese Verbundenheit, diese Einheit ist uns nicht deswegen wichtig, weil irgendein Papst sagt, ihr müsst eins sein, sondern weil das die Grundwirklichkeit ist dieses dreifaltigen Lebens. Wir gehören zusammen. Deswegen kann es Trennung nicht das Ziel der Wege Gottes sein. Deswegen leiden wir, wenn wir uns trennen. Das tut weh und das ist auch ein Schmerz. Und die Rolle und der Dienst des Amtes und auch des Papstamtes ist dann nicht sozusagen, wie leicht unterstellt wird, wir bestimmen hier, was zu sagen ist, sondern wir ermöglichen, was gesagt werden kann, damit wir in dieser Einheit bleiben. Was jetzt in Rom passiert, im synodalen Prozess, ist genau das. Ich finde das einen mutigen Schritt. Es ist viel leichter zu sagen, ich bestimme, so muss es sein. Das funktioniert an vielen Orten dieser Welt primstens und wir leben auch in Zeiten neuen Autoritarismus. Also so Diktatoren, das hat schon was. Ne? Er entscheidet und wir sind dann halt unter der Entscheidung. Nein. Sondern wir haben ja diesen einen Herrn und jeder von uns hat dieselbe Würde. Wie kann ich einen Ort finden, in dem wir miteinander so ringen lernen, dass wir erkennen am Ende, dass Christus der ist, der entscheidet. Und das zu inszenieren und zu tun, wäre die Aufgabe institutionellen Handels. Also es geht immer um diesen Geist, auf dass er im Zusammenwirken aller die Einheit wird. Theologisch gesprochen, und das ist jetzt ein nächster Punkt, müssen wir aufpassen, dass wir richtig orientiert sind. Ganz häufig erlebe ich, dass es um die Frage geht, wie werden wir mehr Leute? Ja, wie werden wir mehr Leute? Es gibt eine süße kleine Geschichte aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Osnabrück. Muss man nicht kennen, Osnabrück ist eine große Stadt, aber ist im Norden, so weit im Norden, dass man nicht jeder das weiß, soll nicht so nicht, könnte auch jede andere Stadt sein. Da gab es zwei Verbände für Arbeitnehmer. Die waren beide am Sterben, überalterten so friedlich vor sich hin. Ja. Oder wie man auch sagt, sie waren unterjüngt. Aha, so ein schönes Wort. Also da waren zu wenig junge Leute da. Die eine Gruppe hatte folgende Strategie, die hieß, wie finden wir neue Mitglieder? Das war deren Idee. Und ich erlebe diese Idee ganz viel bei vielen kirchlichen Zusammenhängen. Das war die Gruppe, die weiter starb. Die andere Gruppe hat sich gefragt, wie können wir für die Menschen hier in diesem Dorf möglichst hilfreich sein? Es war damals eine Zeit, in der diese Geschichte spielt, in der es nicht so einfach war, für Jugendliche Arbeitsplätze zu finden. Das ist heute ganz anders bei uns, aber das war damals so. Und die haben sich mit allen zusammengetan und gesagt, wir wollen alles tun, dass alle jungen Leute bei uns Arbeitsplätze haben. Diese Gruppe wuchs. Das ist ein ganz einfaches Beispiel für die Orientierung unserer Kirche. Na klar, Kirche ist auch eine Sammlungsbewegung. Aber wer sammelt, sind nicht wir. Sammeln tut der Herr selbst. Und das Lustige ist, er macht es eben nicht so, wie wir denken, sondern er macht das so, wie er es denkt. Das heißt, es entsteht sowas wie Adorei, es entstehen Orden und Gemeinschaften, die niemand auf dem Zettel hatte, ja, und die dann plötzlich da sind. Und das sind nicht dieselben, die dann auch am Sonntag alle in die Kirche gehen und so. Also man muss sich fragen, was will Gott tun und wie sammelt er? Er sammelt,
Er, nicht wir. Er sammelt. Und darüber brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Worüber wir uns aber Sorgen machen dürfen, ist, ob wir uns senden lassen. An den Ort, in die Wirklichkeit, in die wir sind. Die Herausforderung der Wirklichkeit, in der wir stehen, an eurem Arbeitsplatz, an der Uni, das ist unser Ort. Da sind wir gesandt. Das heißt, es geht bei uns als Kirche nicht darum, sich selbst zu erhalten in einer bestimmten oder auch in einer anderen Form. Dafür sorgt Gott. Es geht darum, dass wir uns senden lassen auf den Wegen, weil wir, wie Jesus, sag ich mal, dazu gesandt sind, das Reich Gottes zu verkünden und zu wissen, dass die Ernte groß ist. Das haben wir heute Morgen auch miteinander reflektiert. Das heißt, es geht nicht um Verkirchlichung. Es geht nicht darum zu sagen, die Kirche ist dann richtig toll, wenn möglichst alle Mitglieder in ihr geworden sind. Also, das klingt erstmal nicht so relevant, aber in der Pastoral, die ich kenne bei vielen Leuten, ist das so, die sagen, was müssen wir machen, damit die Jugendlichen auch alle wieder in die Kirche kommen? Was für eine Frage. Warum sollten die denn in die Kirche kommen? Aus welchem schrecklichen Grund? Die Frage wäre doch eine andere. Wie können wir fragen, was brauchen diese Menschen? Und mit ihnen sein und mit ihnen auf dem Weg sein. Also es geht nicht um die Verkirchlichung und um den Erhalt einer bestimmten Sozialform und Struktur. Nächstes Jahr feiert ihr 20 Jahre Adorei, habe ich gesehen. Da ist man ja auch schon ein bisschen alt geworden, sag mal so, also volljährig. Ja. Und da entstehen auch neue Fragen. Aber die Frage heißt nicht, wie werden wir mehr, sondern wie können wir den Menschen heute, das Evangelium, den jungen Menschen heute, das Evangelium nahebringen. Das finde ich wichtig, weil dann ist das Ganze ausgerichtet auf nach außen und nicht nach innen. Nicht auf Selbsterhalt, sondern auf Weitergabe des Lebens. Weitergabe des Lebens, das wir geschenkt bekommen haben. So sagt es auch das Zweite Vatikanische Konzil. Das ist eins der zentralen Zitate, der Auftakt, die Überschrift der Konzilskonstitution Gaudium et Spes, das sind ja immer lateinische Worte, Gaudium et Spes heißt Freude und Hoffnung, das sind immer die ersten Worte, die als Titel benutzt werden und auch bewusst gesetzt. Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der jünger Christen. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen sein Widerhall fände. Ist doch ihre eigene Gemeinschaft aus Menschen gebildet, die in Christus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet werden und eine Heilsbotschaft empfangen haben, die allen ausgerichtet ist. Darum erfährt diese Gemeinschaft sich mit der Menschheit und ihrer Geschichte wirklich engstens verbunden. Wir sind keine Extratruppe. Wir sind mit den Menschen heute unterwegs und zwar so, dass das, was die Menschen bewegt, hier in der Schweiz, hier vor Ort, für uns das ist, was auch uns bewegt und wir sozusagen uns einlassen auf die Menschen, die hier sind. Weil auch in diesen Menschen Gottes Geist lebendig ist, weiterwirken will, ans Licht kommt. Weil, wenn wir das tun, wir das leben, was wir sind, nämlich dieses Leben der Dreifaltigkeit. Okay, das ist also die Kirche. Das ist das, was ich beschrieben habe, als die eine heilige, katholische und apostolische Kirche. Das würde ich euch gern noch ein wenig nahebringen. Diese Eigenschaften oder diese Grundwirklichkeiten der Kirche beschreiben eigentlich nichts anderes als das, was ich euch jetzt die ganze Zeit versucht habe zu erzählen. Warum ist das wichtig, eins zu sein? Eine Kirche zu sein? Wir sind hier in einem Vorfeld von Konfessionen. Es geht hier gar nicht um Konfessionen. Es geht hier um dieses Leben. Das ist ein Leben. Sein Leben. Gottes Leben. Und das bezeugt sich in der Gemeinschaft. Und ihr wisst das, wir wissen das alle erfahrungstechnisch, dass wo wir in diesen Beziehungen stehen, die gelingen, das Leben brennt,
da ist. Ich würde behaupten, dass Menschen, die, ich kenne solche Erfahrungen wie Adorei nicht als Adorei, ich kenne sie als andere Erfahrungen, immer wieder kämen, wenn sie sowas nur erfahren können. Weil diese Verbundenheit ist das Leben unseres Lebens und ist sein Leben, ist Gottes Leben, der mitten unter uns wohnt. Wir sind verbunden, heißt nicht, dass wir nicht unterschiedlich sind. Wir sind extrem unterschiedlich. Das wäre eher gefährlich, wenn wir es nicht wären. Wir sind ja alle als Einzelne geliebt, ohne Ende. Und da Gott eine Liebe zu Unikaten hat, lauter Unikate, die aber eine Wirklichkeit bilden. Warum ist das auch deswegen wichtig? Weil, und dass die Kirche eins ist, ist auch deswegen wichtig, weil sie ja ein Zeichen ist für das, was Gott mit der ganzen Welt will. Schaut euch diese Welt an, in der wir zurzeit leben. Kurz vor Kriegen, mitten in Kriegen, nach Kriegen und vor Kriegen, voller Ungerechtigkeit. Dazu sind wir gesandt, dazu sind wir da. Das ist unsere Aufgabe, diese Einheit zu sein. Heilig zu sein. Wir leben in der Gegenwart des Heiligen. Wir leben in Beziehung zu ihm und untereinander. Wir haben eine Gemeinschaft, die sich nicht darin gründet, dass wir zufällig alle denselben Dialekt sprechen. Außer mir, dann wäre ich nämlich draußen. Ja? Sondern wir sind eine Gemeinschaft, nicht weil wir zufällig beim selben Bahnhof ausgestiegen sind. Wir sind eine Gemeinschaft, weil hier derselbe ist, der uns verbindet. Christus. Wir haben Gemeinschaft an diesem Leben, an der Heiligkeit, die gemeint ist, wenn von Gottes Gegenwart die Rede ist, nur Gott ist heilig. Ne? Nur Gott ist heilig, aber wir haben Anteil bekommen. Wir leben in ihm. Wir haben es nicht verdient. Er hat uns gerettet, haben wir heute Morgen gesungen. Da haben wir nichts für getan. Das hat er gewollt. Er will uns einfach Anteil geben. Und deswegen ist die Frage, wie wir diese Heiligkeit miteinander leben, diese Beziehung zu ihm und untereinander, entscheidend. Gleichzeitig gilt, diese Gemeinschaft ist katholisch. Katholisch heißt umfassend. Und das finde ich ein ganz spannendes Ding. Das heißt nämlich mit anderen Worten, Grenzen nach außen ziehen geht eigentlich nicht. Die ganze Welt ist gemeint. Es gibt diesen Wunsch, dass diese Art von Beziehung Leben für alle ist. Man braucht nur im Internet schauen, was da auf dem Gazastreifen droht und was da alles schon passiert ist, an schrecklichen Dingen. Das ist ja der Ausbruch von Hass, ist genau das Gegenteil von, und dieses sich ausschließen gegenseitig, ist das Gegenteil, was wir in der Welt erleben, von dem, was eigentlich unser Leben ist. Wir sind gesandt für dieses Leben. Wir sind für dieses Leben bestimmt. Aber wir sind so bestimmt, und das ist das Letzte, die Apostolizität, das Apostolischsein. Wir sind gesandt, aber wir sind nicht gesandt, irgendwas zu tun, sondern genau dieses Leben, genau diesen Ursprung des Lebens überall hinzubringen. Durch unser Sein, durch unser Miteinander. Apostel waren ja jene Gestalten, die das erlebt haben, die diese Wirklichkeit erlebt haben und deswegen sie weitergeben mussten. Ja, das ist so, das ist ein Muss, das ist kein ethisches Muss, sondern es geht nicht anders. Ein geht nicht anders Muss. Weil wenn ich etwas Tolles erfahren habe, will ich das weitergeben. Will ich das geben, weil ich es so toll finde. Wenn ich in einen tollen Film gehe, bei mir ist das so, und der war wirklich toll, was ja eher selten vorkommt, dann sage ich das den anderen weiter und sage, da musst du hin, der Barbie-Film ist einfach großartig. Ja. Noch ein weiteres. Wir bleiben immer noch 5 Minuten. Wow, supi. Könnt ihr noch 5 Minuten? Ja, ich glaube schon, es geht. Das müsst ihr jetzt durchhalten. Bleibt euch nichts übrig. Für mich ist eine der entscheidenden Fragen, ihr seht hier eine wichtige Szene aus der Geschichte des Volkes Gottes, nämlich die Frage des Volkes Gottes, ob es das verheißene Land erreicht. Und als sie da an dem Jordan standen,
wollten sie nicht weiter, die wollten sowieso die ganze Zeit nicht weiter, weil das Lustige war, obwohl Gott sie geführt hat, wollten sie immer wieder zurück. Also es gibt in den Menschen, und das gibt es auch in uns, eine große Sehnsucht, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Man kann auch im Unglück, man kann selbst im Unglück gerne da bleiben, wo man ist, anstatt in die Freiheit zu gehen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Das ist manchmal bitter. Na, so war das Volk Gottes auch. Der Herr hat sich wirklich mit allen Kräften bemüht, dieses Volk weiterzubringen. Und die haben immer geguckt zurück und gesagt, Mensch, da war zwar Sklaverei, aber die Suppe in Ägypten, die war einfach top. Dann hat der Herr Wachteln einfliegen lassen und Wasser gab es aus den Felsen und die sagten immer noch, ja, alles ganz nett, aber die Suppe war besser. Also da konnte man ganz wenig machen. Und dann waren sie schließlich da angekommen und als sie dort angekommen waren, schickte er Kundschafter aus, der Mose, und dann kamen die zurück und die brachten tolle Sachen. Und sagten, wow, das ist das Land, das der Herr uns verheißen hat. Es ist wirklich so, wie er verheißen hat. Und dann sagten die, es gibt nur ein kleines Problem, da sind schon welche drin in dem Land. Ja, haben wir doch gewusst. Und ach, lass uns wieder zurückgehen. Oder besser ist es zu sterben. Was ich damit sagen will, es gibt immer das Problem, weiterzugehen. In der Geschichte des Volkes Gottes, theologisch gesprochen, sind wir herausgerufen zu sagen, wir sind ein Volk auf dem Weg. Kein Ort, an dem wir waren, ist der definitive. Wir sind immer auf dem Weiterweg. Gott hat seine liebe Mühe mit uns, das zu tun. Mit dem Volk Gottes hat er dann gesagt, okay Leute, wir machen hier mal eine ganz brillante Lösung. Eine demografische Lösung. Wir wandern noch 40 Jahre, dann ist die Generation, die rumwurcht, tot und die anderen, die können rein. So ist es auch gewesen. Das ist, finde ich, eine geniale Lösung. Keiner musste aufhören, das zu glauben, was er glaubte. Und trotzdem ging es weiter. Also Gott bemüht sich, mit uns weiterzukommen. Das heißt, dieses Volk Gottes ist ständig auf dem Weg und ist unterwegs, ja wohin? Und das ist das Letzte, was ich noch sagen möchte. Das Spannende an der Kirche und an unserem Weg im Glauben war ja, dass die Ursprungserfahrung, die war, dass Menschen miteinander und mit Gott verbunden sind. Und dass wir das erfahren. Diese Erfahrung, im Raum der Dreifaltigkeit zu sein. Gott nicht irgendwo da oben. Nein, einer, der uns umgibt, in dem wir sind, der in uns ist und wir in ihm, bleibt in meiner Liebe. Und das durch die Zeit. Die Zeit, die von Schritt zu Schritt weitergeht. Die Gestalt der Kirche, die wir heute haben, werden wir nicht in 20 Jahren haben. Die in 20 Jahren werden wir nicht in 40 Jahren haben. Wir sind immer auf dem Weg und übersteigen uns immer selbst. Keine Angst, was zu verlieren. Gott führt uns weiter. Auch wenn etwas stirbt, das habe ich heute Morgen gesagt, heißt das ja, dass etwas neu anfängt zu leben. Man könnte eben, wie gesagt, sagen, wunderbar, nein, nicht wunderbar, es ist total spannend, wenn etwas stirbt, weil ich dann erleben kann, was neu wird, wenn ich dann die Augen dafür offen habe. Aber wo führt uns das hin? Ziel der Kirche ist nicht die Kirche. Ziel der Kirche ist die geeinte Menschheit in Christus. Also nicht alle in die Kirche gekommen, super, jetzt sind wir fertig, sondern gerade wenn alle Menschen in dieser Einheit sind, hat Gott sein Werk vollendet und die Kirche ist eine Weggestalt dahin, ein Instrument dafür. Wenn ihr das lesen wollt, in der Offenbarung des Johannes, Offenbarung 21, da steht es geschrieben, von dieser Stadt, die vom Himmel kommt, das himmlische Jerusalem. Ich habe hier ein Foto gebracht, das kommt aus Hildesheim. In Hildesheim, in der Domkirche, ist so eine Darstellung dieses himmlischen Jerusalems. Ich finde das total spannend. Nicht die Kirche selbst ist das Ziel der Wege Gottes, sondern die geeinte Menschheit in Christus, in Gott. Dieses Leben, was wir schon jetzt erleben, ist das Leben aller. Und wenn sozusagen wir angekommen sind, wird es nicht die Frage geben, welcher Konfession man zugehörig ist, ob das richtig ist oder falsch, sondern ob wir dieses Leben mit allen teilen können. Das Leben im Licht Gottes. In der Konzilskonstitution Lumen Gentium,
des Zweiten Vatikanischen Konzils steht das auch so nett. Am Ende ist es der Himmel, der uns erwartet und nicht die Kirche. Das macht die Kirche nicht unwichtig, weil die Kirche an dieser Stelle ein wichtiger Vorgeschmack, eine Vorerfahrung dieser Wirklichkeit sein will. In unserem Leben. In unserem Leben miteinander. Ja, jetzt ist es vorbei.